Guten Morgen, liebe Freunde des Fliegenfischersports. Hier ist der Olli von smallbutt.com. Ich möchte heute in meinem kleinen Tutorial mal zeigen, wie man sich einfach die Fliegenschnur reinigen kann. Ein Thema, was gerne unterschätzt wird. Viele denken, ach komm, Schnur ist schön, wunderbar, ans Wasser, rein, raus. Und nach einiger Zeit des Fischens merken sie plötzlich, dass die Schnur nicht mehr toll durch die Ringe gleitet. Es verhakelt sich, und wenn sie die Schnur dann genau angucken, ist die Schnur spröde, brüchig, ja, kannst du wegschmeißen. Egal, das passiert bei den Schnüren, die 100 Euro kosten, genauso wie bei den Schnüren für 20 Euro, ist ganz egal. Man sollte auf jeden Fall nach jeder Tour seine Fliegenschnur reinigen. Ich habe lange recherchiert und bin jetzt auf ein tolles Produkt aus England gekommen. England, so die Wiege der schönen Fliegenfischerei, die haben tolle Gewässer, tolle Fische, tolle Angler am Gewässer und auch sind ganz innovativ in ihren Produkten. Ich habe hier so ein aus England bezogen Flyline Cleaner and Refresher, also heißt Fliegenleinen Säuberer und Regenerierungsemulsion, also ganz einfach. Also letztendlich ist es einfach. Ich habe jetzt schon mal vorbereitet und habe die Schnur von der Rolle gezogen. Das kann man natürlich auch direkt nach dem Fliegenfischen machen, in den Kofferraum einfach die Schnur rein. Und dann ja, ist es ganz einfach, man hat einen schönen, sauberen, weichen Lappen. Da gibt man von dem Flyline Cleaner and Refresher, gibt man einfach ein paar Tröpfchen von der Emulsion da drauf. Das ist übrigens jetzt die Emulsion, die ich habe, ist nur für Schwimmschnüre geeignet. Also auf keinen Fall Sinkschnüre oder Intermedia damit einschmieren. Das wird fies am Wasser. Hier die Emulsion hilft, die versiegelt die Schnur und eure Schnur treibt schön auf der Wasseroberfläche. Also ihr habt Emulsion aufs Läppchen gegeben. Dann habt ihr hier eure Schnur anfangen zum Backing oder Ende, was auch immer. So, nehmt ihr in die Hand und zieht ganz locker eure Schnur hier durch. Wird zum einen der ganze Dreck abgerieben, der drauf ist. Man kann dann immer mal so ein bisschen umgreifen, dass man an eine neue Stelle kommt, wo noch Emulsion auf dem Lappen drauf ist. Zieht schön durch, hofft, dass man keine Kringel bekommt, und der Dreck kommt runter und gleichzeitig wird die Schnur gepflegt. Ja, ich hätte ein bisschen weiter auseinanderziehen müssen. Anfängerfehler. So, wenn es jetzt zu einem größeren Kringel kommt, dann schneide ich einfach das Video zusammen und schneide den Schrott raus, damit ihr denkt, ich weiß, was ich tue. So, zieht man einfach weiter durch, und wenn man am Ende angekommen ist, dann macht man einfach nochmal ein paar Tröpfchen von der Emulsion drauf. So, Spezial Emulsion. Und macht das Ganze jetzt in die andere Richtung noch einmal durch. So, einfach locker durchziehen, ohne Knoten. Wenn die Schnur diesen Memory-Effekt aufweist, kann man auch sich behelfen und kann die Schnur mal in heißem Wasser einlegen, so für 10 Minuten, und dann entkringelt die sich auch wieder. Also ins heiße Wasser einlegen, bisschen drin liegen lassen, mit kaltem Wasser abschrecken, wie die Eier. Und schon hast du eigentlich dieses Gewurstel draußen. So, bis zum Ende durchgezogen, wunderbar, Lappen weg. Schnur ist sauber, ist mit Emulsion getränkt, ist ganz einfach, ist kostengünstig, die Schnur hält lange Zeit, also man kann Jahre mit einer derselben Schnur fischen.
Das war's, Leute. Ich sage euch, ich lege es ans Herz. Macht das, auch wenn es mal ein bisschen Arbeit macht, aber ihr habt immer eine gut funktionierende Schnur. Also, tschö mit Ö, sagt der Olli, der hessische Fliegenfischer von smallbar.com, und wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg am Wasser. Bis dann, bye bye. So, jetzt machen wir mal aus. Ah, alte Knochen. Warum mache ich das eigentlich nicht am Tisch? Ah, Autschi.